Dramatische Zeiten, klare Berichterstattung, so kennen wir Daniel Matisek. Wir begrüßen ihn bei Hallo Meinung. Daniel, ich grüße dich. Hallo. Hallo Peter, danke für die Einladung. Daniel, wir erleben Dinge, die in ihrer Entwicklung explosionsartig sich vollziehen. Nun zeigt sich eines, dieses Parallelogramm, desto höher die Umfragewerte der AfD, desto drakonischer die Maßnahmen. Das heißt also, wir verlangen Demonstrationen gegen Rechts, Amtsmissbrauch, wie wir jetzt in vielen Bereichen gerichtlich überprüft wird. Wir erleben einen Haldenwang außer Rand und Band, genauso wie die Länderverfassungsschutzpräsidenten. Und nun kommt der Journalistenverband mit hinzu. Und der schreibt also Folgendes: Wenn das Bundesamt für Verfassungsschutz die AfD als gesichert extremistische Bestrebung einstuft, müssen Medien kontinuierlich auf die extremistischen Absichten der Partei hinweisen und wie ein Warnhinweis auf Zigarettenschachteln. Boah. Ja, Wahnsinn. Also ich habe das gelesen, ich habe das erst für einen Scherz gehalten, aber es ist tatsächlich genauso gemeint und auch gewollt. Und man sieht hier ja, Peter, wie sich eins ins andere fügt. Das Ganze macht ja inzwischen auch wirklich, sag mal, als Rundessache Sinn. Da haben wir diese Potsdam-Geschichte, die ja mittlerweile nach dem Urteil, das Ulrich Vosgerau jetzt noch erstritten hat, ist ja jetzt noch ein weiteres Lügengebäude in sich zusammengebrochen. Inzwischen ist da nichts mehr an der Substanz da. Trotzdem wird das weiterhin einfach hochgehalten als gesicherte Tatsache, um damit praktisch alle weiteren Maßnahmen begründen zu können. Wir haben dann dieses Demokratiefördergesetz gesehen. Wir haben diese gesamten Großdemonstrationen, diese Aufmärsche gesehen, die auch jetzt vereinzelt noch stattfinden, gerade jetzt in Düsseldorf. Entschuldigung, in Duisburg, wo diese Messerattacke, diese schrecklich auf die zwei Grundschüler waren. Das Erste, was die Stadt und alle möglichen zivilgesellschaftlichen Bündnisse tun, ist eine Demo gegen rechts organisieren. Das alles greift ja ineinander. Und dann kommt, und man kann durchaus sagen, das stand wahrscheinlich am Anfang dieser ganzen Überlegungen, dann kommt jetzt natürlich die bestrebte bundesweite Einstufung der AfD als gesichert rechtsextreme Bestrebung. Und es ist natürlich bodenlos, dass Journalisten nicht nur jegliche Kritik gegenüber diesem Verfahren missen lassen, sondern dass sie praktisch schon im vorauseilenden Gehorsam, bevor das überhaupt mal vollzogen ist, jetzt schon ihre Mitgliedsunternehmen oder ihre Mitgliedsverlage oder ihre Medien und ihre Journalisten darauf einstimmen, sich entsprechende Sprachregelungen zurechtzulegen. Also da wird praktisch vorab schon, wie gesagt, im Sinne, im Geiste des Verfassungsschutzes wird da praktisch schon Gleichschaltung betrieben. Wie wir es so oft sehen, dieser Tage nicht durch Zwang von oben erfolgte Gleichschaltung, sondern eben eine freiwillige Gleichschaltung, eine sozusagen affirmative Selbstgleichschaltung im Zeitgeist. Was der Verfassungsschutz, der hier immer wieder, man hört das bei jedem Interview im Öffentlich-Rechtlichen immer wieder dargestellt wird als eine vermeintliche demokratische und verfassungsmäßig fundierte Organisation, obwohl es sich in Wahrheit um eine parteilich organisierte, um eine staatlich und regierungsseitig kontrollierte, weisungsgebundene Behörde handelt, wie die praktisch dargestellt wird als unabhängig, so als handelt es sich hier um justiziellen Spruchkörper, um ein Gericht, die praktisch objektiv urteilen würde, das ist eigentlich gar nicht mehr zu fassen. Und genau das tut aber jetzt auch der Journalistenverband. Er geht davon aus, als sei sozusagen diese Einstufung als gesichert rechtsextrem dann sakrosankt und man müsse dann in der Berichterstattung darauf eingehen. Da wird überhaupt nicht mehr kritisch hinterfragt, Peter, dass zum Beispiel die Einstufung als gesichert rechtsextrem in den drei ostdeutschen Landesverbänden, wo sie bereits erfolgt ist, überhaupt nicht weiter begründet wird. Bis heute weiß noch nicht mal die AfD als Betroffene, was eigentlich zu dieser Einstufung geführt haben soll. Das ist also eine rein parteipolitische Kiste. Da wird dann auf vage Hintergründe verwiesen, von wegen Informantenschutz und so. Tatsächlich kann überhaupt niemand nachvollziehen, wie diese Einstufung erfolgen soll. Aber die Journalisten kriegen jetzt schon von ihren eigenen Oberen gesagt, wie sie in Zukunft darauf zu reagieren haben. Also ein Skandal. Nun ist es so, ich darf hier die Weltredakteurin Anna Schneider zitieren. Sie sagte also, wer dieser Maßgabe folgt, der sollte Erzieher werden. Die werden gesucht, aber der ist kein Journalist. Daniel, wer hier jubelt, ist so unter anderem Stefan Thomae, der Augsburger Allgemein, sagte er, die Bedrohung der AfD ist unverkennbar. Und diese Partei, dem muss man sich entgegenstellen. Deshalb ist es hervorragend, was der Verfassungsschutz für eine Arbeit leistet. Die Hilferufe eines Untergehenden,
Ja, also solche Journalisten sind ja wirklich 90 Jahre zu spät geboren. Ja, die hätten ja früher eine gute Figur Das ist abgegeben in ein der. AfD-Politiker. Ein AfD-Politiker ist das. Entschuldigung, FDP-Politiker, der parlamentarische Geschäftsführer der Bundestagsfraktion, Stefan Thomae, der diese Aussagen getätigt hat, und er frohlockt, dass der Verfassungsschutz das in dieser Form so macht. Deshalb sage ich, die Aussagen einer untergehenden Partei. Ach so, meinst du Partei? Ja, klar, Ja, selbstverständlich genau. auch. Ja. Aber es gibt auch, ich hatte das gerade eben verwechselt, es gibt natürlich bei der FDP brauche ich eigentlich kein Wort mehr drüber zu verlieren, aber es gibt ähnliche, genau fast wortgleiche Aussagen, auch gerade auf kommunalpolitischer Ebene. Ich habe das jetzt mehrmals gelesen, und auch auf lokaler journalistischer Ebene gibt es etliche Aussagen von Redakteuren, die das Prinzip genauso tun. Wir haben auch ein anderes Beispiel gehabt. Letzte Woche gab es dieses Interview, das wurde viel beachtet von, oder in der Talkshow war das wieder übliches Konzept, 4 gegen 1, wo Stefan Brandner bei Phoenix war. Und auch da wurde von der Moderatorin mit blankem Entsetzen der Herr Brandner konfrontiert damit, ob er denn etwa den Verfassungsschutz nicht für eine demokratische Institution halte. Und er hat dann ganz deutlich gesagt, dass er das nicht tut, weil es sich eben, wie gesagt, um eine weisungsgebundene Behörde handelt. Aber so argumentiert eben nicht nur die FDP, so argumentieren auch viele zivilgesellschaftliche Organisationen und eben auch Journalisten, die so tun, als sei das praktisch, wie gesagt, ein objektives Gütesiegel, was der Verfassungsschutz sagt. Aber tatsächlich haben sie einfach nur Angst, dass letzten Endes ihr politisches Ambiente, ihre geistige Wende, die sie hier in diesem Linksstaat in den letzten Jahren zementiert haben, durch Institutionen, durch die Eroberung praktisch aller tonangebenden Stellen, dass das durch die AfD bedroht wird. Also wenn die immer auch davon sprechen, unsere Demokratie ist bedroht oder Deutschland gerät in Gefahr, dann meinen die damit, ihr Verständnis von Demokratie ist bedroht und die meinen damit, dass ihr Deutschland in Gefahr ist, dass der gesamte Linksstaat und seine, sage ich jetzt mal, Herolde in der schreibenden Zunft, dass die natürlich Angst haben vor einem Politikwechsel, den ja wirklich nur noch die AfD hierzulande vollbringen kann. Wer sollte es denn auch sonst tun angesichts der Kräfteverhältnisse? Wagenknecht würde für das Gegenteil stehen. Eine Maßenpartei ist viel zu klein, also die Werteunion, vor allem nach diesem Fehlstart, möchte ich mal sagen, sodass eigentlich wirklich nur die AfD als Realopposition bleibt. Und die Angst, die alle haben vor dieser Opposition, liegt nicht in dem begründet, was sie da wirklich den Menschen erzählen wollen, dass hier dann plötzlich diktatorische Zustände herrschen. Das genaue Gegenteil ist der Fall. Die wissen, dass die AfD zurück zur bürgerlichen Vernunft will. Die wissen, dass die AfD eigentlich eher eine basisdemokratische Partei ist, eine vielleicht schon schmerzhaft demokratische Partei mit plebiszitären Forderungen, mit Forderungen, den Parteienstaat zu zerschlagen und wieder mehr direkt bürgerliche demokratische Elemente einzuführen. Und davor haben die alle Angst. Ja, also im Prinzip ist es so, dass hier die eigentlich hier eine geistige Diktatur bereits im Errichten begriffen sind, dass die Angst haben, dass die AfD sozusagen die Uhr wieder zurückdrehen könnte zu einer Zeit, in der in Deutschland eben wirklich noch eine Demokratie geherrscht hat und wo die Dinge hier noch funktioniert haben. Nun darf ich zwei Dinge ansprechen. Einmal sagtest du die Thematik, die Werteunion-Partei. Ich darf den Zuschauern ankündigen, Hans-Georg Maaßen hat mich angerufen und wir werden ein Interview machen, aber dieses Interview wird kein Schmusekurs sein, sondern ich werde Hans-Georg Maaßen mit seinen Aussagen konfrontieren und mit diesem zwiespältigen Verständnis, was er für mein Dafürhalten hat. Er hat sich bereitwillig erklärt, dieses Interview zu führen. Dieses Interview wird in Kürze dann geführt und auch veröffentlicht. Ich möchte zu dieser Causa Maaßen im Augenblick nicht mehr sagen, nur dass, so wie er mich kennt, es in einer Form geschehen wird, das an Deutlichkeit nicht zu wünschen übrig lässt. Und ein Schmusekurs wird dort nicht vorhanden sein. Daniel, lass mich zurück auf Korrektiv kommen. Bewusste Frau Schneider von der Welt schreibt also, Korrektiv hat inzwischen jedenfalls präzisieren müssen, keine Massendeportation im Sinne einer zweiten Wannsee-Konferenz seien in Potsdam geplant worden, sondern hauptsächlich ein rassistisch motivierter Entzug der doppelten Staatsbürgerschaft. Nun muss man sagen, diesen rassistischen Entzug der doppelten Staatsbürgerschaft, das hat der Innenminister Joachim Herrmann in Bayern bereits eine Woche nach dem Treffen in Potsdam gesagt, dass straffällige Doppelstaatler, dass denen auch die deutsche Staatsbürgerschaft entzogen werden sollte und dass die ausgewiesen werden sollen. Das ist also keine Lex AfD. Nun heißt es, die surrealen Massendeportationspläne lösten also eine sehr reale Massenhysterie aus, womit wir beim Umgang mit Rechtsextremen im Allgemeinen und der AfD im Besonderen wären. Und das ist genau der Punkt, dass hier ein Bluff vollzogen wurde, um zu sagen, gerade noch zur rechten Zeit, dieses Jahr findet ja Wahlen statt mit sehr hohen Umfrageergebnissen der AfD. Gerade noch zur rechten Zeit können wir vor einer Partei warnen, die der Nazi-Ideologie wieder auferleben lässt. Das ist mein Statement. Daniel, Nazi-Ideologie. Vergleiche müssen nicht Gleichsetzungen sein.
Wir erleben das jetzt vom Journalistenverband. Du hast es gesagt, was dort vollziehen soll auf Zigarettenschachteln. Es gab 1933. Vergleiche sind keine Gleichsetzung. Ich sage nochmal. Aber 1963 gab es von Goebbels eine Veröffentlichung, und zwar das sogenannte Schriftengesetz. 30. Ja. 1933, wo Journalisten über Nacht ihren Job verloren haben. Ihnen wurde vorgegeben, wie sie zu berichten haben. Ihnen wurde vorgegeben, unter Strafe gestellt, wenn sie die geplanten Regierungsvorhaben kritisieren würden. Und sie wurden wirklich in eine Richtung gedrillt, wie sie in allen Bereichen der gesellschaftlichen und wirtschaftspolitischen Form zu berichten haben. Vergleiche sind keine Gleichsetzung. Aber Daniel, ich habe Sorge, dass vieles in diese Richtung geht. Ist diese Sorge unbegründet? Nee, also ich halte die Sorge für sehr begründet und ich muss auch nochmal da einwenden, ich habe das neulich schon mal gesagt, das ist insoweit auch kein illegitimer Vergleich, also es ist keine Gleichsetzung, aber der Vergleich ist absolut treffend, denn nochmal, 1933 hat in dem ersten Jahr, ich möchte mal sagen, vielleicht noch bis zur Zeit des Röhmputsches, in den ersten 1,5 Jahren, zumindest zu Lebzeiten, solange der alte Reichspräsident von Hindenburg noch gelebt hat, war das Dritte Reich zwar schon auf dem Weg in eine Diktatur, aber es wurde auch von den Zeitgenossen nicht als solche empfunden. Es war eher noch ein, sage ich mal, wirklich noch eine Spätform der Weimarer Republik, die ja formell eigentlich bis 45 weiterhin in Kraft blieb. Und zu der Zeit hätte keiner gedacht oder keiner gesagt, dass das hier jetzt irgendwie ein totalitäres Regime wird. So wurde es nicht empfunden, obwohl die Maßnahmen zu dieser Zeit natürlich dann später genau in diese Richtung gewiesen haben frühzeitig. Und aus der Rückschau wissen wir, was später entstanden ist, wie sich das alles dann verschlimmert hat und radikalisiert hat und die Methoden immer brutaler wurden, gerade damit Krieg und so weiter. Natürlich kann man nicht das von damals mit heute gleichsetzen, das ist völlig richtig, aber die Maßnahmen, die ja damals auch von den Zeitgenossen als durchaus berechtigt oder begründet angesehen wurden, damals war eben die große Angst vor links, vor Kommunismus, vor Umsturz und so weiter. Das ist durchaus absolut vergleichbar. Die meisten Menschen hätten es damals auch für absolut notwendig gehalten, dass kommunistische Umstürzler oder bolschewistische Bestrebungen und so weiter im Journalismus keinen Platz haben und deswegen auch diese Reichspressegesetze absolut ihren Sinn machen. Und so wie heute manche Menschen wirklich, oder viele leider wirklich glauben, dass das absolut honorig und sinnvoll wäre, dass der Staat beispielsweise gegen Hassrede vorgeht oder gegen rechte Propaganda und so weiter, was die meisten Menschen ja nicht tun, Peter. Das wissen nur wir als Insider. Die meisten Menschen beschäftigen sich ja nicht damit, was damit konkret gemeint ist. Wenn wir dann wirklich mal schauen, was unter diesen Gesetzen dann am Ende letztlich verfolgt wird, Menschen, die auf ihrem Privatgrundstück irgendein Scherzplakat über Grüne aufstellen oder Leute, die auf Twitter irgendwelche ganz legitimen Beschlüsse zitieren, Forderungen von Parteien aus anderen Ländern, von meinetwegen Italien, Fratelli d'Italia, die dort Gesetzeskraft erlangen sollen und die werden dann hier in Deutschland als Hassrede klassifiziert. Oder wir erinnern uns damals noch 2018, als es diese Erklärung für Deutschland gab, die sogar auf der offiziellen Website des Bundestages als Petition stand, die aber von Facebook damals als Hassrede klassifiziert wurde, wer die geteilt hat. Das sind alles Dinge, da sieht man schon, das hat überhaupt nichts mit der Realität zu tun. Diese ganzen Schuldzuweisungen und diese ganzen Vorwürfe und Vorhaltungen auch gegen die AfD, die basieren ja alle nur auf verbalen Wurfgeschossen, auf Totschlagargumenten, auf irgendwelchen Etiketten. Da wird irgendetwas als Hass, als rechtsradikal, als Nazi bezeichnet. Und wenn man dann konkret mal nachfragt, sag mir doch mal, zeig mir mal, wo war denn da was Nazi? Wo war denn da etwas Hassrede? Worin besteht denn hier eigentlich der Hass? Dann können die meisten Menschen schon gar nichts mehr nennen. Und das ist ja auch genau das, was zum Beispiel das große Problem ist. Wir sehen ja, wohin die Richtung geht. Gestern hat Herr Trudeau in Kanada allen Ernstes ein Gesetz eingereicht, bei dem Hassrede im Internet in Zukunft mit Geldstrafe bis 70.000 Euro oder sogar mit lebenslanger Haft bedroht werden soll. Das muss man sich mal vorstellen. Das alles wäre dann schon schlimm genug, wenn man objektivieren könnte, was überhaupt Hassrede ist oder was überhaupt Hass im Netz ist oder was überhaupt rechtsextreme Hetze ist. Aber das ist ja gerade der Punkt. Es ist ja nicht definierbar. Darunter fällt alles. Darunter fällt es, wenn du irgendeine völlig legitime, von der Meinungsfreiheit gedeckte Aussage über eine Transpolitikerin im Bundestag machst und später zu einer willkürlichen Geldstrafe verurteilt wirst, wenn ich Abmahnungen kassiere, weil ich von meinem Recht auf Meinungsfreiheit Gebrauch mache und über irgendwelche grünen oder linken Politiker berichte und wir bekommen dafür juristische Sanktionierungen.
die es früher nie gegeben hätte, die in dem Land niemals denkbar gewesen wären, weil eindeutig unser Tun und Treiben durch Artikel 5 Grundgesetz gedeckt ist. Das alles spielt heute keine Rolle mehr. Und in diese Richtung geht das. Und das kann man schon als ganz klaren Schritt in die Richtung einer, ich möchte mal sagen, Meinungsdiktatur sehen, die dann irgendwann auch zu einer echten Diktatur werden kann. Insoweit finde ich den Vergleich, den du genannt hast, zu 1933 keineswegs abwegig. Nun, lass mich auf das Thema Amtsmissbrauch mit unserem eigenen Geld kommen. GEZ wissen wir, welche Richtung dort alles letztlich nicht nur interpretiert, sondern auch deutlich zum Ausdruck gebracht wird. Amtsmissbrauch. Wir erleben einen Bundeskanzler, der ruft zu Demonstrationen gegen rechts auf. Eine Bundesaußenministerin folgt dem. Wir erleben Bürgermeister, wir erleben in Nordrhein-Westfalen eine Kultusministerin, die sagt, die Kinder sollen im Kampf gegen rechts auf die Straße gehen, unterstützt die Lehrer. Daniel, Politiker, und ich komme auch auf Herrn Steinmeier, den Bundespräsidenten, zu sprechen, sind zur Neutralität verpflichtet. Siehst du hier einen Amtsmissbrauch? Erste Verfahren laufen ja. Ja, natürlich, es sind fortgesetzte Amtsmissbräuche, es ist ein Verbot, ein Verstoß gegen Mäßigungsgebote, gegen Neutralitätsgebote, gegen das Gebot der Überparteilichkeit, gerade selbst in den höchsten Staatsämtern bei Steinmeier. Also es wird hier, wir sind es nun mal in Deutschland gewohnt, inzwischen nur noch in Notständen, man hat uns das so eingetrichtert die letzten Jahre seit Corona, nur noch in Notständen und Alarmismen zu denken. Und da gilt eben für die Politik dann die Devise, Not kennt kein Gebot. Und dann darf man sich auch an so Kleinigkeiten wie geltendem Grundrecht oder Verfassung halt nicht mehr stören. Man muss nur die passenden Notlagen zementieren. Ob es sich letzten Endes um eine Schuldenbremse handelt, die dann im Namen des Ukraine-Kriegs ausgehebelt wird oder zugunsten der grünen Klimaagenda. Oder ob hier praktisch die Katastrophe jetzt in einer angeblichen, was weiß ich, Nazi-Gefahr einer neuen Machtergreifung durch die AfD bestehen soll. Also den Menschen kann man alles erzählen. Man muss eben nur sozusagen die, was Merkel ja schon auch in ihrer Amtszeit so fatal geprägt hat, die sogenannte Alternativlosigkeit beschwören und dann sagen, es sei sozusagen Gefahr in Verzug und dann ist alles drin. Und dass natürlich Minister hier zu Demonstrationen aufrufen gegen die Opposition, dass die Regierung hier eine real ja überhaupt nirgendwo vorhandene rechte Gefahr, das muss doch eigentlich jedem auffallen. Es gibt hier keine rechte Gefahr in diesem Land. Es gibt keine Umsturzgefahr. Es gibt keine täglichen Terroranschläge von irgendwelchen Rechten. Was wir aber sehr wohl jeden Tag sehen, das sind Vergewaltigungen durch Migranten, die hier ins Land kommen, immer mehr kriminelle Migranten. Das sind islamistische Straftaten. Wir haben allein in dem Bundesland, das du gerade genannt hast, Nordrhein-Westfalen, haben wir 29 islamistische Straftaten, glaube ich, im letzten Jahr gehabt. Da gab es noch den Fall in Neuss mit dieser Scharia an der Schule. Wir haben vor 2 Wochen den einen Anschlag gehabt von einem Türken. Wir haben jetzt, wie gesagt, diesen Anschlag auf Grundschüler in Marxloh gesehen. Das sind die echten Gefahren, dass hier keiner mehr auf die Straße gehen kann. Die Menschen wissen es doch. Sie sehen doch selbst, wie sich ihr Land verändert, wie die Innenstädte sich verändern. Wenn hier in Deutschland die echten Sicherheitsrisiken benannt werden, dann hat auch keiner Angst vor AfD-Politikern. Im Gegenteil, die AfD ist die Partei, die wahrscheinlich diese Zustände wieder korrigieren möchte. Das weiß ja jeder. Und da sieht man doch schon, dass hier einfach letzten Endes eine Ideologie an der Spitze des Staates steht, nämlich die Ideologie, die mit Lügen operiert, die versucht, ihre politischen Fehlleistungen tagtäglich neu zu kamuflieren, zu verleugnen, zu beschönigen und Ablenkungsmanöver und Nebelkerzen startet. Einfach nur riesige Bluffs, du hast es gerade gesagt, und Ablenkungsmanöver, um die Opposition klein zu halten. Und das ist ein Skandal sondergleichen, dass hier wirklich meiner Meinung nach systematischer Amtsmissbrauch und systematische Unwürdigkeit in politischen Ämtern praktiziert wird. Menschen, die eigentlich Verantwortung für dieses Land hätten, die eigentlich die Gesellschaft zusammenführen müssten, die zur Objektivität verpflichtet wären, die hier wirklich ohne jedes Augenmaß inzwischen, ja, und ohne jedes Gewissen und ohne jede Verantwortung tatsächlich die Bevölkerung aufwiegeln gegeneinander. Und ich sehe da wirklich ganz finstere Zeiten auf die Gesellschaft zukommen, weil natürlich früher oder später, man kann, wie hat das Lincoln gesagt, man kann einen Teil der Menschen eine Zeit lang verarschen. Aber man kann eben nicht alle Menschen die ganze Zeit verarschen. Und genauso ist es hier halt auch. Irgendwann bricht die Realität bei allen ein. Und irgendwann wird es nicht mehr kontrollierbar. Irgendwann nehmen die Menschen vielleicht dann das Recht auch selbst in die Hand. Nun muss man Folgendes sagen. Es ist auch ein Vorgang, der Jahrzehnte dauern wird, um ihn letztlich wieder zu reparieren. Ich spreche von Bildung, ich spreche von Infrastruktur, ich spreche von Gesundheit, aber ich spreche insbesondere auch von Kleinbetrieben, Mittelstand und Industrie.
die abwandern. Gestern ist die Handwerksmesse eröffnet worden in München. Habeck stellt sich hin und sagt, wir müssen schlanker werden. Und das Handwerk steht vor großen Problemen. Aber wer diese Probleme verursacht hat, die kommen nicht nur jetzt aus der jetzigen Regierung, die waren schon vorher da, muss man deutlich sagen. Genau. Daniel, zum Schluss der Sendung noch etwas Süffisantes. Wir wissen, dass die Fregatte Hessen entsandt wurde. Sie hat den ersten Versuch, hat sie versucht, eine amerikanische Drohne abzuschießen. Das ist nicht gelungen. Die geht bis 12.000 Meter, können die praktisch ihre Geschosse abfeuern. Das ist nicht gelungen. Und dann stellt man fest, und das wurde jetzt bestätigt, wenn die Fregatte Hessen ihre Munition verfeuert hat, ist die Industrie nicht mehr in der Lage, gewisse Geschosse nachzuliefern, weil diese Baureihe nicht mehr geliefert wird. Aber dafür, Daniel, darf ich dir sagen, das Bundesverteidigungsministerium hat in den letzten Jahren seinen Bestand an Mitarbeitern um 50% erhöht. Also sie haben den höchsten Aufwertungsbestand an Mitarbeitern in den letzten Jahren. Ist das so ein Sinnbild für Deutschland, dass man sagt, wir machen uns da irgendwo lächerlich? Wir versenden und Pretoria stellt sich hin und die Hand und so stellt sich hin. Und die wird versandt und man sagt aber, die muss wieder nach Hause fahren, wenn der letzte Schuss weg ist. Das heißt also, wenn da welche kommen mit Schlauchbooten, müssen die schauen, wie sie sich wehren können. Ganz genau. Also in dem Land klappt gar nichts mehr. Und das, was man muss so fragen, warum soll das denn im Ausland anders laufen als im Inland? Ich meine, ein Land, das nicht in der Lage ist, Züge pünktlich ankommen zu lassen, das nicht in der Lage ist, seine Schulgebäude zu sanieren, das Gesundheitswesen in den Griff zu kriegen, die Rentenreform mal anzugehen oder die ganzen Brücken und Straßen in Ordnung zu bringen, muss ich nur unsere ganzen Baustellen anschauen. Warum soll dieses Land im Ausland ein anderes Bild abgeben? Und wie du es gerade schon gesagt hast, mir kam da als erstes in den Sinn, also selbst wenn die Mist bauen, bauen sie Mist. Also sie schaffen es noch nicht mal dann, wenn sie eine falsche Zielidentifikation haben und schießen auf eine amerikanische Drohne. Selbst dann treffen sie die noch nicht mal. Also das war eigentlich schon sinnbildlich dafür, dass dieses Land tatsächlich einfach seinen früheren Professionalitätsanspruch, Deutschland stand mal für höchsten Standard, war respektiert für absolute Perfektion. Davon ist nichts mehr übrig geblieben. Es ist im Prinzip ein täglicher Offenbarungseid auf allen Ebenen. Ja, kann man so sehen. Daniel, aber dafür haben wir ja eines, Kampf gegen rechts, das löst alle Probleme, wie wir jetzt gehört haben, Das ist ne? genau. Und das ist genau die Situation, Kampf gegen rechts und alle Probleme sind gelöst. Wunderbar. Und vor allen Dingen, es ist so, liebe Zuschauer, wenn wir Wahlen haben, ist es schön, diese Unterschiede, die wir haben. Wenn Sie SPD wählen, haben Sie SPD. Wenn Sie Grüne wählen, haben Sie Grüne. Wenn Sie CDU wählen, haben Sie CDU. Ja, und wenn Sie dann mal schauen, was Sie gewählt haben, dann sagen Sie, oh, die sind ja alle in einem Topf. Ne? Und wenn Sie Kirchensteuer bezahlen, sagen Sie, oh, das ist ja auch eine Situation. Ich habe ja eine politische Organisation, deren sexueller Missbrauch ja nicht aufgearbeitet wird. Daniel, da fällt mir noch zum Schluss ein, die Bischofskonferenz der Katholiken, das fällt mir noch ein, die Bischofskonferenz der Katholiken in Augsburg. Dort sagte Benzing, sagte, wir warnen vor der AfD, die AfD ist nicht wählbar. Und zwei Plätze neben ihm saß der Herr Wölki aus Köln. Sexueller Missbrauch, Meineidsverdacht und. Sollte die AfD sich vorsehen, überhaupt mit solchen Leuten zusammenzuarbeiten? Denn das könnte die AfD in Misskredit bringen, die katholische Kirche. Ganz genau, da sollte eher die AfD aufpassen. Die sogenannte vielgerühmte Kontaktschuld könnte man hier mal umgekehrt anwenden, ja. Und es ist ja auch nicht die katholische Kirche, wir haben es ja bei der evangelischen Kirche genauso. Da gibt es ja Naja. dann auch nochmal Nachfragen diese Woche. Aber es ist, wie du gesagt hast, ja, in der Tat. Also hier, man muss sich schon fragen, wer sich hier wirklich mit moralischem Kleid der Unfehlbarkeit so schmückt in diesem Land und hier mit dem Finger auf andere zeigt. Stichwort Balken im eigenen Auge, ne? Ja, der meine, der werfe den ersten Stein. Ne? Und das ist getan worden. Aber wir werden uns mit der katholischen Kirche, Daniel, wir werden uns auch, das machen wir beide, wir beschäftigen uns auch mal mit Diakonien. Wir beschäftigen uns auch mal mit Medikamentenversuche bis weit in die 90er Jahre hinein. Das wird ein interessantes Thema. Und diejenigen, die jetzt Ich zuhören, die auch. wissen genau, wen ich meine. Also da wird schon manches Zittern beginnen. Daniel, ich sage danke, dass du die Ich Zeit auch. genommen hast. Danke an die Zuschauer und bis zum nächsten Mal. Sehr gern, Feder. Vielen Dank und auch Gruß an die Zuschauer.